trotzdem, das ist trotzdem irgendwie, also es war, also es ist, es war. Guten Morgen. Leute, dafür, dass ich mich heute für dieses Video entschieden habe, um 5 Uhr aufzustehen, fühle ich mich eigentlich relativ gut. Bitte, Sienna ist jetzt auch fertig. Ich habe ihr halt diese gelbe Trends angezogen, weil ich dachte so, Sonne, gelb, sieht man das da? Da geht schon los, deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Ich habe 2 Orte, an die ich gehen könnte. Der eine ist, glaube ich, ein bisschen schöner als der andere. Aber der ist, glaube ich, zu weit weg. Deswegen werde ich jetzt einfach zu dem Place gehen, den ich eigentlich gedacht habe für dieses Sonnefranks-Video. Weil ich war so, du könntest aber auch dahin gehen, weil da ist auch voll schön. Aber nein, weil es stand bei Google halt, dass der Sonnenaufgang halt fast um 5:55 Uhr oder sowas ist. Und das wollen wir ja jetzt hier auch dann nicht verpassen. Wir haben es jetzt 5:20 Uhr. Also ich glaube, ich habe Zeit. Ich glaube, da ist auch sogar eine Bank, wo ich hin will. Das heißt Jackpot. Nur ich muss jetzt einmal durch das Dorf laufen, wo ich halt sonst nie lang reite. Also wirklich nie. Ja, vor allem so Autofahrer, die jetzt hier vorbeifahren, die werden mich auch nur so sehen und so denken, what the fuck, wer ist er denn? Er so um 5 Uhr morgens so am Ausreiten mit seinem komischen Stockpferd da. Jetzt ist da auch noch Polizei oder Feuerwehr oder was. Der, es geht schon um 5 Uhr morgens in so einem kleinen Dorf an. Auf jeden Fall wollte ich dieses Video halt schon voll lange aufnehmen. Also eigentlich gestern. Hauptsächlich. Gestern habe ich dann aber verschlafen und dann hat mir meine Mutter gesagt, dass es auch voll völlig bewölkt war. Also es ist auch heute bewölkt, aber ich bin jetzt wach. Ich bin jetzt gerade draußen auf dem Weg. Und deswegen schauen wir, was wird. Also wir gehen jetzt den Weg lang und da an dem Haus ist auch einfach schon Licht an. Aber ne, oh mein Gott, da sieht man auf jeden Fall schon was. Man sieht da unten, da wird schon rosa, also die Sonne kommt. Mir ist gerade auch ein bisschen kalt, muss ich sagen. Ich war hier, glaube ich, auf diesem Weg, wo ich jetzt lang reite, war ich halt einmal oder so. Und es sieht halt schlecht aus, ne? Weil es ist halt übelst bewölkt. Gönnt euch das mal. Und auch da hinten hätte ich mir auch sparen können. Wie wieder heute um 5 Uhr morgens zum Sonnenaufgang? Ganz ehrlich, mein Leben. Gar keinen Bock mehr. Ey Leute, ich bin gerade so genervt, weil eigentlich könnte ich halt nur nach Hause gehen, weil das wird halt nichts mehr, ne? Da sind halt so Wolken. Das heißt, ich werde wahrscheinlich sowieso nichts sehen und ich weiß auch nicht, wo diese Bank steht, die ich dachte, dass die hier steht. Keine Ahnung. Leute, ich muss sagen, auf der Kamera sieht der Sonnenaufgang gerade, also, oder das, was jetzt schon davon da ist, halt einfach krasser aus als im Real, ne? That's my point of view, bitch. Richtig smexy. Wow. Mein quietschender Schuh. Lieben wir Sienna in Gelb. Lieben wir diese großen Dinger, die hier chillen auf dem Weg. Lieben wir die Bank, die ich immer noch nicht gefunden habe. Lieben wir meine Motivation, nachdem ich gemerkt habe, dass der Sonnenaufgang heute nicht zu sehen sein wird. Lieben wir der Weg, der jetzt einfach auch schon nicht mehr aus Stein ist. Lieben wir ich, der trotzdem noch weitergeht. Lieben wir. Ja, mal schauen, ob ich diese Bank jemals finden werde. Ob die hier überhaupt ist. Vor allem, der Titel wird einfach so sein: Sonnenaufgangsritt mit Sienna.
Pale und dann so richtig cool einfach. Ich glaube, Leute, es gibt keine Bank hier. Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe, aber ich sehe hier keine. Das Gras ist auch noch nass, das heißt, meine Schuhe werden jetzt auch noch nass. Und ich kann mir das eigentlich ersparen und wieder zurückgehen. Also, irgendwie so da oben halt hin, weil, also hier ist halt so eine leichte Neigung. Sprachenlernen, Bubble. Hier ist halt so eine leichte Neigung. Also, jetzt geht's gerade eher wieder bergab. Aber ich könnte ja auch halt wieder so berghoch gehen, denn da oben, wo die Steine sind, halt chill, so. Weil hier gibt es ja keine Bank. Ja, dann wieder zurück, ne? Also entweder bin ich dumm oder ich bin halt dumm, ne? Tschüss, Sonnenaufgang. Jetzt ist es 5.40 Uhr. Also in 15 Minuten soll eigentlich die Sonne aufgehen, hat Google gesagt. Andere so um 5 Uhr morgens in den Drecksommerferien, so am Schlafen. Ich um 5 Uhr morgens sitze hier auf so einer komischen, auf so einem komischen Weg, wo ich bis jetzt erst einmal gewesen bin, also jetzt dann das zweite Mal, mit meinem Hobbyhorse und wollte mir eigentlich den Sonnenaufgang angucken, was jetzt komplett in die Hose gegangen ist, weil übelst die Wolken davor sind. Mein Leben einfach. Ich lieb's. Also die Sonne geht jetzt halt gerade so richtig auf, aber es bringt mir halt nichts, weil ich sehe es halt sowieso nicht, lieben wir. Ja, also könnte ich mich jetzt eigentlich wieder nach Hause begeben? Bitch, ich sitze hier so auf dem Boden, chill so, weil ich einmal noch gewartet habe, obwohl ich eigentlich nichts erwartet habe. Ich begebe mich dann mal wieder nach Hause. Ich saß hier einfach gerade und jetzt schlafen einfach gerade meine Beine so komplett ein. Cool. Ja, tschüss Sonnenaufgang. Das war das übelste Fail-Video. Ich mache das ja jetzt auch nicht nochmal oder sowas. Also das war's dann auch, Leute. Also vielleicht nächstes Jahr nochmal der nächste Versuch in den Sommerferien, wenn ich dann noch Hobbyhousing mache und YouTube und alles. Jetzt nicht mehr, weil, nee, ich habe jetzt einen Tag, einmal bin ich ungefähr aufgestanden. Das reicht. So, Leute, aber ich würde dann einfach das Video beenden, weil ich gehe jetzt einmal nur noch da den Weg zurück, bis ich dann zu Hause bin. Deswegen, Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Oh, oh mein Gott, da ist einfach ein Reh auf dem Feld. Sieht man das? Oh mein Gott. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch ganz doll lieb. Gönnt euch euren Schlaf, den ihr braucht, Leute. Steht nicht unnötig um 5 Uhr auf, wie ich, um euch den Sonnenaufgang anzugucken, der jetzt irgendwie trotzdem noch schön ist. Aber ich glaube, wenn die Wolken da gewesen wären, es wäre so romantisch, es wäre so geil gewesen, Leute. Period. Ach, irgendwie sah das gerade voll so aus, als würde mich die Sonne schon so anstrahlen. Aber ne, das Einzige, was ich mir eingehandelt habe, also das Einzige, was mir dieses Video gebracht hat, einfach so ein richtig fetter, großer Mückenstich jetzt in meinem scheiß Nacken, weil ich da keine 10 Minuten auf diesem Boden gesessen habe, weil ich dachte, ja, vielleicht passiert da ja noch was. Nee. Leute, wir kriegen die Sonne einfach doch noch zu Gesicht. Da zwischen den Wolken ist sie jetzt einfach noch rausgekommen. Ein Wunder. Oh mein Gott. Lieben wir. Woo. Die Sonne ist gerade nochmal richtig krass. Also die geht jetzt auch immer höher. Also ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so schnell hochgeht. Wir haben es jetzt 6.11 Uhr. Irgendwie brauche ich doch länger diesen Weg lang zu gehen, als ich gedacht hätte. Aber trotzdem, das ist trotzdem irgendwie... Es ist auch immer noch schön. Es wäre halt besser gewesen, wenn wirklich da hinten gar keine Wolken da gewesen wären. Aber das kann ich ja nicht vorhersehen, so aus meinem Haus. Ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen, Leute. Gönnt euch das einfach mal. Überlegt, wo ihr das bei euch machen könnt. Also wo halt die Sonne aufgeht. Ich glaube, wo geht die Sonne auf? Im Westen geht die Sonne auf, im Süden, im Westen geht die Sonne auf, Leute.
dieser krasse Spruch, ne? Im Westen geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Osten wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. So geht doch der Spruch, oder? Nee. Ich glaube, schnappt euch eure Familienmitglieder, eure Friends, euren Hund, euer Cat, euer Haustier generell, euer Hobbyhorse. Es ist schon schön, wenn die Sonne wirklich gut ist. Oh mein Gott, da liegt einfach eine tote Maus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das reicht dann mir jetzt mit dem Video, ne? Tschüss.